Guten Morgen. Für mich leider nicht ganz so guter Morgen, weil aufgrund der Tatsache, dass wir ja festgestellt haben bei meinen Blutwerten, dass ich durch die Jodüberdosierung quasi ja, keine Verbesserung sich stattgefunden hat, beziehungsweise sich ein Knoten in der Schilddrüse gebildet hat, haben wir jetzt noch andere Sachen testen lassen. Wir haben natürlich die Schilddrüsenhormone T3 und T4 testen lassen und das Thyreoidperoxidase AK, TPO. Das ist nichts anderes als Antikörper, die sich gegen die eigene Schilddrüse ja, wenden. Und ja, und wir hatten noch die Werte vom vorigen Mal. Und ja, was ist passiert, seitdem ich die Hochdosis-Jodtherapie gemacht habe? Und ich hatte das ja schon in dem Video damals angegeben, dass ein Risiko bei dieser Hochdosis-Jodtherapie sein könnte, das Auslösen einer Autoimmunkrankheit, die sich Hashimoto nennt. Und genau darauf wird es wahrscheinlich jetzt hinausgelaufen sein. Und zwar, dieses Thyreoidperoxidase AK-TPO, das ist normalerweise, sollte unter 60 sein, der Wert. Bei mir ist der bei ja, 142. Also da gibt es so ein Diagramm, wo das drin ist, wenn es zu viel und zu wenig ist. Das ist schon mal gar nicht mehr in dem Diagramm drin, sondern dieser rote Dings da, Bums da, ist weit von dem da noch entfernt. Das heißt, und das T4 ist auch zu niedrig, das T3 ist in Ordnung, aber genau das ist die Systematik oder die Symptomatik von dem Hashimoto. T4 ist reduziert und dieses Thyreoidperoxidase AK, Klammer TPO, diese Antikörper, die sich gegen die eigene Schilddrüse richten, weil sie die eigene Schilddrüse vernichten wollen, das ist erhöht, stark erhöht in diesem Fall. Ja, das sind wir nur. Also, quasi Teil 2 meiner Warnung vor der Hochdosis-Jodtherapie. Ich habe das, wie gesagt, jetzt ein Jahr durchgezogen und habe die Konsequenzen jetzt bekommen. Das heißt, die Autoimmunkrankheit Hashimoto ist zumindest wahrscheinlich, dass sie ausgelöst wird oder ausgelöst wurde. Und ich habe einen Knoten in der Schilddrüse bekommen. Also könnt ihr euch mal überlegen, ja, ob sich das wirklich lohnt, damit anzufangen. Ja. Ich sehe das jetzt nicht allzu dramatisch, weil zum einen sehe ich den Tod nicht allzu dramatisch und zum anderen habe ich ja gewusst, was auf mich zukommt. Und von daher, ja, es ist nur konsequent, dass ich sozusagen jetzt auch damit umgehen muss. Was mache ich nun? Also, was ich nun mache ist, dass ich Jod ganz normal auf einem normalen Level lasse. Das heißt, da ich kein jodiertes Speisesalz nutze, dass ich halt hin und wieder mal ein paar Algen esse. Und ja, das war's. Und eventuell Kelpalgen als Präparat einnehme, wenn ich dauerhaft mir keine Algen leisten kann. Also das wäre die eine Möglichkeit. Also das ist das eine, was ich mache. Also diese Jodtherapie oder viel Jod zu mir zu nehmen, ja, das ist definitiv zu den Akten gelegt. Zum anderen werde ich, es gibt drei Studien, wo eine Selenzugabe, aber ich hatte ja Selen schon mit dem Jod gemeinsam quasi substituiert als Kofaktor, aber es gibt eine Studie, wo halt Selen, oder zwei Studien, wo Selen losgelöst vom Jod, wenn man das mit 200 Mikrogramm sind das glaube ich pro Tag supplementiert, dauerhaft, dass das eine positive, sogar eine heilende Wirkung auf die Hashimoto Autoimmunerkrankung haben könnte. So. Und ja, da ich nun nicht von einem ins nächste fallen möchte und dadurch auch wieder was passiert, habe ich mich da auch informiert, inwieweit eine Selensupplementierung gefahren hat. Und in dieser Dosierung ist sie auch anerkannt von der westlichen Medizin oder von generell von dem, was unsere Wissensgrundlage ist, also die ganzen Studien und so weiter. Das heißt, da ist relativ gefahrenlos. Und deswegen werde ich das auch tun. Ich habe mich zusammen mit der Ärztin besprochen. Wir werden nicht weiter jetzt, also sie wollte schon, aber ich habe gesagt, nee, lass mal. Das heißt, ich mache keine Sintografie oder wie das heißt, um das zu untersuchen, sondern ich habe ein intuitives Gefühl dafür, dass selbst wenn jetzt das Hashimoto, was nicht zweifelsfrei jetzt, sagen wir mal, erklärt, dass man die Antikörper erhöht, die Schilddrüse zerstören und T4 ist reduziert, spricht schon einiges dafür, zumal diese Hochdosis-Jodtherapie eben ja eine Gefahr ist, das Auslösen von Hashimoto. Aber ich will das nicht definieren, ob das jetzt Hashimoto ist oder ob das, weiß ich nicht, weiß der Geier ist, sondern ich weiß einfach, ich habe mit der Hochdosis-Jodtherapie meinen Körper geschadet. Ich habe das intuitiv leider auch gespürt nach 3 Monaten. Wie gesagt, ich hatte euch in dem ersten Teil dieser Auswertung ja bereits den Videoausschnitt präsentiert
Und ja, von daher, so viel zum Thema auf die Intuition hören. Habe ich nicht getan. Und ich denke, wenn ich jetzt wieder normal runterfahre, das heißt Selen supplementiere, aber ansonsten halt normal, was Jod angeht, ganz normal esse, dann hole ich das Beste raus. Kann natürlich trotzdem irgendwie enden mit einer zerfressenen Schilddrüse und was auch immer da ausgelöst wurde. Aber ja, no risk, no fun, sage ich da. Und ja, ist halt wie es ist. Ne? Und entsprechend wollt ihr euch nur auf dem Laufenden halten, dass wir also Sachen weiter geschaut haben, die nächsten Werte uns angeschaut haben und ja, dass halt letztlich dieses Überdosieren von Jod tatsächlich eine Gefahr darstellt. Und Leute, erinnert euch, ich war ja überzeugt davon. Ne? Ich habe, was ich mir angelesen habe und was ich geschaut habe an den Büchern und auch an die Studien, die ich verlinkt habe damals, das hat sich alles schlüssig angehört und das war alles für mich ein Test wert. Ich habe auch die Gefahren natürlich, die Gegenposition ist ja immer so, wenn man etwas in Angriff nimmt oder in der Wahrheit denkt zu wissen, dann sollte man auch die Gegenposition sich genau anschauen. Das habe ich getan und habe die Risiken quasi auch gekannt. Und ja, und jetzt ist halt der Fall eingetreten, dass ich wieder mal mich getäuscht habe in meinem Leben. Und von daher jetzt eventuell die Autoimmunkrankheit Hashimoto habe. Aber naja, drauf geschissen. Und es ist halt wie es ist. Wir sind eh alle in einem großen Kreislauf des Universums und wenn es mich halt eben dahin rafft und wenn meine Schilddrüse von innen zerfressen wird, ja, dann ist das eben so. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel leide, aber ja, am Ende des Tages ist alles eins, würde ich sagen. Und von daher, ja, die Information für euch, Hände weg vom Jod, meine Erfahrung. Macht's gut.